Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, The Minish Cap. Im letzten Part haben wir uns vom Horror-Kid die Ocarina zurückgeholt. Und ja, der Maskenleiter sagt, der kann uns unsere alte Form zurückgeben, wenn wir uns das Stück zurückholen, was uns das Horror-Kid gestohlen hat. Und ja, gehen wir jetzt einfach mal zum Maskenhändler. Schon mit ihm reden. Hast du dem Kobold dein edles Instrument abgenommen? Oh, oh, oh! Du hast sie, du hast sie, du hast sie, du hast sie! Dann hör mir zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich vortragen werde. Präg es dir gut ein. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und ruhige Geister, indem sie sie in Masken verbannt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht. Der Zauber ist in dir versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorige, vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Deko-Schale fiel von deinem Antlitz. Drücke Start und positioniere sie im Inventar auf C. Drücke C, um mit Hilfe dieser Maske in den Körper eines Deko zu schlüpfen. Drücke C, um dich wieder zurück zu verwandeln. Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen. Sag bloß. Meine Maske. Du hast sie zurückbekommen. Oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Die Maske, die mir gestohlen wurde, das ist Majoras Maske. Er haftet einen Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt. Wenn man der Legende Glauben schenkt, war das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß, dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu vereiteln. Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die dieser Maske innewohnen. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Ich flehe dich an. Du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an. Ich flehe dich an. Du musst es schaffen. Wirklich? Musst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst das. Du bist dieser Aufgabe gewachsen.
Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Okay. Damit ist dann unser Ziel festgelegt. Wir sollen die Majora's Maske zurückholen. Und wirklich, ich denke mal, fast jeder Spieler, also Majora's Mask Spieler, fragt sich an dieser Stelle eine Sache. Wo hat der Typ die Orgel hergeholt? Okay. Legen wir die Maske einfach mal auf C und dann gehen wir hier raus. Diese Maske. Das Horror-Kid missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Koste es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wolle Tyrus damit sagen? Ich wette, er meint die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung. Wenn er nur rasch zum Punkt kommen würde, du sollst einfach losziehen und das rausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt ein Pfad direkt in die Sümpfe. Ja, allerdings werden wir noch nicht direkt zu den Sümpfen gehen. Denn jetzt werde ich nämlich hier noch in der Stadt noch ein bisschen Zeug besorgen. Und zwar zuallererst werden wir mal wieder die Fee wiederbeleben. Indem wir uns jetzt einfach... So sieht die Verwandlung in Deku aus. Ja, den Text kennen wir ja schon. Und dann nehmen wir schon mal wieder ab. Übrigens, jetzt noch, wenn man sich halt einmal diese Verwandlungskatzen angeguckt hat, dann kann man die auch ganz leicht abbrechen. Also das werde ich jetzt auch in Zukunft dann auch machen. Okay, auf zur Fee. Oh, Taya, und du, junger Freund. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Alles, was ich dir geben kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit, lass mich deine Erschöpfung von dir nehmen. Oh, junger Freund. Vier Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du verirrte Feen, wie ich einst eine war. Ich bitte dich, finde diese Feen und bring sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden sich für dich an deine Hilfe erkenntlich zeigen. Erlaube mir, dir ein Geschenk zu überreichen, welches verhindern wird, dass die verirrten Feen vor dir Angst haben. Du hast die Feenmaske erhalten, drücke C, um die Maske zu tragen. Verirrte Feen werden von ihr angezogen. Beginnt das Haar der Maske zu schimmern, ist vermutlich eine verirrte Fee in der Nähe. Besuche mich jederzeit, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Gut, damit haben wir jetzt Maske Nummer 2. Allerdings ist das noch lange nicht alles, was wir jetzt in Unruhestadt erledigen können. Als nächstes holen wir uns da oben das Herzteil. So, geht's dafür hier hoch. Ja, Kamera, was machst du? Jetzt möchte ich positionieren. Nee, oh, noch geklappt. Und Herzteil Nummer 4. Und dadurch einen weiteren Herzcontainer.
Okay. Dann werde ich jetzt nochmal ganz schnell für ein paar Rubine sorgen. Ach ja, und das, wir müssen auch mal das Versteck schon mit den Bombern machen. Ja, weil wir da nämlich auch noch was kriegen. Ja. Das dann aber gleich. Man kann halt hier lang gehen. Und dann hier hinten findet man eine Truhe. Wie ihr gerade auch auf der Karte seht, da unten. Dieser orangene Viereck. Da drin sind 100 Rubine. Es sind silberne Rubine, der 100 grüne Rubine wert ist. Okay. Dann geht es jetzt nochmal nach Nordunruhestadt, damit wir halt mit dem Jungen nochmal reden können. Allerdings, da wir noch keine Fernkampfwaffe so haben, müssen wir den Ballon wieder mit Blasen zerschießen. Falsche Richtung, Link. Hi. Hast du in den Ballon getroffen? Wow. Hey, wenn du willst, mache ich dich zum Mitglied unserer Bande, der Bomber. Aber um Mitglied der Bomber zu werden, musst du einen Test bestehen. Versuch's doch mal. Bist du bereit? Ja. Na gut, Aufstellung, Jungs. Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, ja, kennen wir schon. Und die sind wieder an ihren üblichen Positionen. Okay, dann muss ich die Variante nehmen. Übrigens, es ist wichtig, dass sie sie als normaler Link anspricht und nicht als Deko-Link. Weil ansonsten sagen die einfach, wer bist du denn? Und ja, dann geht das nicht mehr, das Minispiel. Okay, dann als nächstes hier der Anführer. Okay, das ging sogar so. Der nächste Bomber war ja hier. Oh, du hast mich gefangen. Jetzt sind noch 2 übrig. Ja, die verstecken sich halt auch gerne mal unter Kisten. So, den locken wir wieder so vor. Ist doch überhaupt nicht auffällig. Egal, holen wir uns den letzten im Westunruhestadt. Übrigens, jetzt kann man auch diese Eulenstatue benutzen, indem man einfach mit dem Schwert dagegen schlägt. Und das sind jetzt halt Speicherpunkte und später werden die nochmal für etwas Besonderes wichtig. Also sollte man wirklich möglichst alle aktivieren, die man findet. Und der letzte Bomber. Gucken, treffe ich ihn? Nee, war klar. Okay, der hat getroffen. Nein, aber gekriegt. Du hast es geschafft. Wie heißt du, Kleiner? Link, hm? Also gut, das Horror hat unsere Regeln gebrochen, indem es nur mehr Blödsinn macht. Ab heute ist es raus. Ich mache Link zu einem Bomber. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? Sehr gut. Dieses das Notizbuch der Bomber. Es beinhaltet unsere Regeln. Lerne es auswendig. Und das Notizbuch der Bomber erhalten. In diesem Buch sind die Tagespläne einzelner Personen eingezeichnet. Drücke Start, um den Statusbildschirm aufzurufen. Markiere das Notizbuch und drücke A, um die Einträge zu lesen. Erstens, finde Menschen in Not und füge ihren Namen und Bilder ein.
Es ist nur Platz für 20 Leute. Zweitens, versprich ihnen zu helfen. Vermerke Versprechen mit Aufklebern. Halte deine Versprechen immer ein. Drittens, hast du dein Problem gelöst, erhältst du zur Belohnung einen Jubelaufkleber. Er bleibt in deinem Buch. Viertens, entferne keine Aufkleber. Sie helfen dir, dich an die Sorgen der Leute zu erinnern, bis jeder glücklich ist. Vergiss nie diese Regeln. Also gut, ich spreche dir jetzt unseren Geheimcode bei. Fertig? Der Code lautet 31425. Schreib ihn dir auf. Die geheime Bruderschaft der Bomber wurde ins Notizbuch eingetragen. Dir wurde ein geheimer Code anvertraut. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Okay, dann haben wir das erledigt. Okay, dann als nächstes... Ja, machen wir auch einfach mal Nacht. Und zwar müssen wir dafür jetzt nicht mehr zu der Vogelscheuche gehen. Und wir können jetzt eins einfach... das ist jetzt ein... halt, ich sag mal, ein geheimer Song. Den kann man spielen, den man, zweimal rechts auf den C-Stick, also zweimal rechts auf C, zweimal A und zweimal nach unten C. Und schon sind wir in der Nacht des ersten Tages. Das ist halt auf jeden Fall schneller als dein Zelt immer wieder zu der Vogelscheuche zu rennen. So, dann gehen wir mal wieder auf den Waschplatz. Denn da gab es jetzt was zu holen. Na, nicht den Frosch. Den Typen hier. Lalala, ich sage, ich war zu laut. Viel zu laut, als ich auf meinem Zimmer übte. Jetzt sind sie böse. Ja. Und ich bin traurig. Jetzt denke ich nur an die Vergangenheit, damit ich nicht an die üble Gegenwart denken muss. Ja, ja, das werde ich tun. Hochverehrtes Publikum, vor langer Zeit war ich Mitglied in einer tierischen Band, mit Hunden und Eseln und so. Wie konnte ich, wie war das nun möglich? Ein Mensch da unter Tieren, ist er selbst denn auch so eins? Sie waren alle großartig, aber etwas gab es, das hat mich gestört. Warum er? Warum nur der Hundekerl? Was war los mit dir, mit mir? Was war los mit ihm? Oh, dieser Hund, er war erstaunlich. Er war der beste Bandleader, den man sich vorstellen kann. Er hat immer alle motiviert. Und deshalb habe ich sie gestohlen. Die Maske von dem Hund. Ich war es, der es tat. Ich wollte sie haben, weil es die Maske des Bandleaders war. Aber ich brauch sie nicht mehr. Ich gebe sie meinem Gast. Und du hast die Bremer Maske erhalten. Diese Maske gehört dem Leader einer tierischen Band. Besonders kleinere Tiere fühlen sich von ihr angezogen. Der Hund, er war ein guter Lehrer. Seine Schüler erlangten rasch die Reife und wurden zu Erwachsenen. Guru Guru, der Wandermusikant, wurde zu Tiesbuch eingetragen. Du hast ihm sein Schuldbekenntnis abgenommen. Das wurde mit Tiesbuch vermerkt. Und damit haben wir Maske Nummer 3. Und damit können wir was ganz Besonderes... Nämlich, wenn wir sie aufsetzen und dann B drücken, können wir Musik machen. Und alle kleinen Tiere, also zum Beispiel dieser Hund, der rennt uns dann hinterher. Die Maske wird später erst noch wichtig. Ich glaube, ich mache das sogar gleich im ersten Tageszyklus hier. Also im ersten 3-Tageszyklus. Gut. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt hier erstmal den Part beenden. Beim nächsten Mal werden wir uns noch eine Maske hier in Nordunruhstadt besorgen. Und ja, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.